Niddertalbahn, Streckeneinführung. Willkommen in den 90ern. Sie befinden sich in Eichen-Nidder in Hessen, Deutschland. Dies ist ein kleiner Bahnhof an der Niddertalbahn, die Pendler aus der Wetterau in Richtung Bad Vilbel befördert, wo sie Frankfurt erreichen können. Eichen, einst ein stark frequentierter Übergangsbahnhof, ist heute ein typischer Halt entlang der Strecke, der nur noch in Sonderfällen zum Kreuzen von Zügen genutzt wird. Die Eisenbahnverbindung zwischen Bad Vilbel und Stockheim wurde 1907 eröffnet. Bad Vilbel ist ein Bahnhof der wichtigen Main-Weser-Bahn, die Frankfurt mit Gießen, Marburg und Kassel verbindet. Freude der guten Laune und der besten Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen und weiteren Video hier bei TSW3 und zu einem neuen und weiteren Add-on aka-DLC, nämlich mit der Niddertalbahn von Bad Vilbel nach Stockheim. Und ja, irgendwie wollte ich die letzten Tage gar nicht so viel TSW-Produkte raushauen, aber irgendwie kommt immer mehr dazu. Und auch hier bei diesem Add-on will ich ganz gerne so ein bisschen meine Meinung abgeben als Autonormalverbraucher, der ich ja eigentlich bin, jetzt kein sonderlicher großer Bahnexperte oder sonst Liebhaber, aber trotzdem will ich euch ganz gerne vielleicht auf meinen Kanal ein bisschen dabei heranführen, was dieses Add-on, dieses, was ich bis jetzt so gelesen habe, eins der schönsten Add-ons und das tatsächlich Dovetail da nochmal eine Schippe draufgesetzt hat, was dieses wunderschöne Add-on vielleicht mitzubringen hat. Zum einen haben wir eine Nebengleisstrecke mit insgesamt 14 Bahnhöfen, die auch so ein bisschen mit dem Add-on linke Rheinstrecke von Mainz nach Koblenz besteht. Und guck mal, da haben wir eines der zwei Züge, die auch bei diesem Add-on mit dabei sind, nämlich der DB BR 628.2, und dann haben wir noch die Rangierlok BR 365 am Start. So, wir werden mal ganz, ganz kurz hier reingehen und uns alles mal so ein bisschen in Ruhe angucken. Wir werden wahrscheinlich gleich mit der 628 hier ein Stück mitfahren. Und erstmal ganz kurz hier durch. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, ich guck mal da hinten, uns den Fahrplan mal gleich hier anzugucken. Wie gesagt, 14 Bahnhöfe fahren wir hier mitunter an. Wir gehen mal kurz hier rein. Was haben wir hier? Ach, süß. Entlang der Strecke gibt es noch mehr Streckenaufgaben zu entdecken. Sie können alle Kreuzungsschilder reparieren, die Milchflaschen ersetzen, Plakate anbringen und Statuen sammeln. Auch süß gemacht. Ihr Zug ist angekommen. Steigen Sie ein. Alles klar. Ja, wie immer gibt es dieses Spiel für 35,99 € beziehungsweise für die Game Pass-Besitzer bei Xbox für 32,99 €. Die Preise sind ja eigentlich immer alle gleich und dementsprechend auch stabil. Von daher brauchen wir gar nicht reden, ist das gerecht oder nicht. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe es leider nicht herausgefunden. Ich wollte mich auch gar nicht so viel spoilern lassen mit anderen Videos, sondern mein eigenes Ding hier so ein bisschen durchspielen. Was für eine Strecke erwartet uns hier? Wie viel Kilometer Strecke haben wir auf diesem Nebengleis hier, Niddertalbahn? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, dann habe ich auch mal diese Randinformationen. Aber das sind die Sachen, die uns hier erwarten. Wie gesagt, zwei Züge. Wir sollen eine wunderbare Strecke vor uns haben. Und ihr seht auch, es hat was richtig Schönes. Im Übrigen, das Ganze spielt in den 90er Jahren. Finde ich immer gar nicht so schlecht. Tatsächlich, weil ich auch ein 90er Jahre Kind bin. Und guckt euch das hier an. Das hat einen gewissen Flair. Also man fühlt sich halt so wie ein bisschen in der Kindheit. Gut, das sieht hier irgendwie alles ein bisschen neuer aus, aber egal. Trotzdem, das ist hier richtig, richtig, richtig schön gemacht und ich freue mich schon auf zukünftige Szenarien. Und ja, werde ein bisschen meinen Senf dazugeben. Ich hoffe, ihr seid ein Teil davon. Es geht im nächsten Video gleich damit weiter, dass wir auf alle Fälle die Einführung von der DB BR 628.2 machen. Und nochmal ein separates Video. Ich teile das ganz gerne auf, weil die gehen schon so 10 bis 15 Minuten von der Rangierlok der BR 365. Wie gesagt, das war jetzt nochmal ein bisschen die Streckeneinführung gewesen, über was wir jetzt so ein bisschen reden wollen, was für eine Information es gibt. Das Einzige, was halt, wie gesagt, ich herausfinden konnte, war jetzt so die Gesamtdistanz. Ansonsten habe ich, glaube ich, alles dazu geholt. Ja, 90er Jahre hatten wir ja gehabt. Es wird ein bisschen sehr hoch angepriesen natürlich. Anfang der 90er Jahre, vielleicht sehen wir es auch. Nee, leider nicht. Anfang der 90er Jahre, ja, wo Deutschland der zusammengekommen ist, die Wiedervereinigung, wir sind Weltmeister geworden und sonst. Also es war so ein bisschen die Hochzeit von Deutschland gewesen und dementsprechend geht es mit dieser
Strecke weiter. Und wie gesagt, ich habe bei Steam schon mal geguckt, die Kommentare sind allesamt wirklich äußerst positiv. Und die stolpern über ihre eigenen Höhen und positiven Kommentare. So, steigen wir mal ein. Oh, hübsch. Setzen Sie sich auf einen beliebigen freien Sitz. Hi, Kollegen. Wunderschönen guten Tag. Oh, das ist aber auch eine schöne Arbeit. Guck mal, zu zweit hier drin. Herrlich. Ja gut, das ist wahrscheinlich hier derjenige, der die Fahrkarten hier kontrolliert. Aber knuffig gemacht. Ist das schön hier. Komm, wir gehen einmal ganz kurz durch. Das können wir uns separat natürlich auch nochmal machen. Aber wir gehen einmal hier ganz komplett mal durch. Gucken uns das Ganze mal hier an. Hier haben wir auch Toiletten. Mensch. Hübsch. Ist natürlich jetzt nicht rollstuhlfreundlich oder kinderwagenfreundlich, aber gut, Kinderwagen. Früher war es wirklich so gewesen, war Anfang 90er, wenn ich überlege, wie die Busse immer waren, dann mussten wir die Treppen auch immer hochkraxeln. Und hier ist anscheinend die erste Klasse. Okay, das gab es ja anscheinend auch schon. Erste Klasse. Und hier, ist es so Fahrradabteil? Ist relativ groß, nicht Raucher. Oh, warte mal ganz kurz. Raucher, wie geil. Stimmt, auch das waren ja noch Zeiten gewesen. Ja, in dem Wagen konntest du noch rauchen. Auch noch bis so, ich denke mal, Anfang der 2000er, da haben wir auch als kleine Stöpsel noch geraucht. Also wir dürften, in unserem Jahrgang dürften wir tatsächlich schon mit 16 Jahren, hört sich ganz komisch an, mit 16 Jahren dürfte man sich schon Zigaretten kaufen. Wurde natürlich alles vor Jahren schon mal gekippt, aber als wir in 16 waren, haben wir Zigaretten gekauft. Egal, rauchen ist nicht gut. Also wir setzen uns jetzt hin, wir suchen uns mal einen schönen Platz aus. Haben wir hier irgendwo einen schönen Platz? In Fahrtrichtung, oh guck mal, der sieht schön aus. Diese Lokomotive ist die DB Baureihe 628.2, ein erstmals 1986 gebauter Dieseltriebwagen. Oh, es geht los. Ah. Ja, gerade bei solchen Landschaften und Vegetationen, also da spielt dieses Spiel wirklich seine Trumpfkarten auf. Also von daher, man kann nicht genug Add-ons teilweise bekommen. Die Verbindung zwischen Bad Vilbel und Stockheim wurde 1907 eröffnet. Bad Vilbel ist ein Bahnhof der wichtigen Main-Weser-Bahn, die Frankfurt mit Gießen, Marburg und Kassel verbindet. Oh mein Gott, sieht das schön aus. Guck mal. Oh, was ist da los? Die Niddertalbahn erstreckt sich auf 31 Kilometer durch Hessen und führt den lokalen Güter- und Personenverkehr durch. Auf dieser Strecke werden Sie lernen, wie man die Baureihe 628 und die Baureihe 365 bedient, eine Diesel-Rangierlokomotive zum Einsammeln der lebensnotwendigen Zuckerrüben entlang der Strecke. Wow, es sieht einfach fantastisch aus. Es sieht so schön aus. Holla die Waldfee. Also, 31 Kilometer warten auf uns. Gut zu wissen. Reisen Sie zurück ins Jahr 1992 und erleben Sie die Zeit der Bundesbahn. Kontrollieren Sie die klassische Traktion, während Sie durch die malerische Wetterau fahren. Ach, ey, es ist wirklich schön gemacht, muss man echt sagen. Es liegt auch so ein bisschen daran, ich sitze gerade vor einem riesengroßen Fernseher. Das ist quasi so ein bisschen meine Spielecke. Und man fühlt sich so wie integriert. Langsames Tempo und Diesel erwarten Sie. Ach, das ist meins. Dies ist Trainsim World Niddertalbahn. Ja, herrlich. Kriegen wir wenigstens noch eine Medaille, eine Goldmedaille? Nee, also, Spaß beiseite. 31 Kilometer, wenn jemand es trotzdem in die Kommentare geschrieben hat, vielen, vielen lieben Dank dafür. Das kriegt man immer erst so ein bisschen später raus. Also, euch erwartet auf alle Fälle eine Niddertalbahn, die zwei Züge mitbringt, die im Endeffekt ein Nebengleis ist, deswegen im Endeffekt auch nur 31 Kilometer hat. Ist vielleicht ein kleines Manko, aber wir haben es ja schon gerade gehört, wir fahren ein niedriges Dieseltempo. Von daher was ganz Entspannendes und 14 Bahnhöfe. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, 14 Bahnhöfe, 31 Kilometer, roundabout 2,5 Kilometer zwischen jedem Bahnhof, so ungefähr durchschnittlich, das hört sich nach jede Menge Spaß an. Zwei Züge haben wir, ganze 32,99 für die Game Pass Besitzer, ansonsten 35,99 im Gesamtpreis. Egal ob bei Steam oder PlayStation oder Xbox, da sind sie wirklich relativ stabil. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und im nächsten Video geht es dann mit den zwei Einführungen der jeweiligen zwei Züge bzw. der Rangierlok weiter. In diesem Sinne, Freunde, guten Laune, bleibt gesund, macht's gut und hat immer gute Laune. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.